Moin und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Rat und Tat. Heute soll es ein wenig um das Bodenleben gehen und was in unserem Boden so vor sich geht. Das Bodenleben ist extrem vielfältig. Auf einem Quadratmeter Boden haben wir mehrere Milliarden Lebewesen, hauptsächlich unsichtbare wie Pilze, Bakterien, Algen und Fadenwürmer, aber eben auch sichtbare wie beispielsweise Regenwürmer und Springschwänze. Sie alle gehören zum größten Teil zumindest zu sogenannten Zersetzern, das heißt organische Substanzen werden durch diese Mikroorganismen und Lebewesen umgesetzt. Nach und nach werden dadurch wiederum Nährstoffe frei, die dann unseren Pflanzen verfügbar gemacht werden. Dadurch entsteht natürlicherweise mit der Zeit ein natürlicher Kreislauf, der durch Zufuhr von organischer Substanz über das Bodenleben, über den Boden an die Pflanzen wieder gerät. Die Pflanzen können wachsen, werden nach und nach wieder organische Substanz los. Und so schafft man eben einen klassischen Nährstoffkreislauf. Das ist natürlich eine andere Sache, wenn man auch eine regelmäßige Nährstoffabfuhr hat. Das heißt, man erntet beispielsweise Gemüse oder man hat Schnittgut vom Rasen, das abgetragen wird. Das führt natürlich unweigerlich dazu, dass man wiederum Nährstoffe zuführen möchte. Aus Sicht des Bodens und der Pflanzen gibt es neutrale, positive und schädliche Organismen im Boden. Und wir wollen uns natürlich darauf fokussieren, die Positiven zu fördern und die Neutralen eben auch zu unterstützen. Und das schafft man im Grunde am besten damit, indem man den natürlichen Nährstoffkreislauf erweitert und beispielsweise einen Bodenaktivator oder einen Wurzelaktivator ausbringt. Was man dazu natürlich wissen muss, es sollte möglichst komplexe organische Substanz zugeführt werden. Denn auch wie wir Menschen hat jeder Organismus einen anderen Geschmack. Manche brauchen ein bisschen mehr Schwefel, manche brauchen langkettige Kohlenhydrate, andere brauchen wieder ein bisschen mehr Stickstoff in ihrer Ernährung. Das führt natürlich unweigerlich dazu, dass man möglichst viele Rohstoffe in diesen Bodenaktivator mit reinbringen muss. Bei unserem Bodenaktivator beispielsweise sind es feinst zermahlene Kakaoschalen. Es ist Vinasse mit drin. Es ist ein Traubenkernkuchen mit dabei, sodass man einfach die verschiedenen Geschmäcker der verschiedenen Organismen fördert und unterstützt und dadurch eben auch das Wachstum von ihnen selber fördert. Und ich vergleiche es immer mit einer Parkbank beispielsweise. Je mehr Plätze durch positive und förderliche Organismen besetzt sind, desto weniger Platz bleibt auch für schädliche. Das heißt, man schafft einen gesunden Boden, man hat Stoffe durch die Mikroorganismen, die abgegeben werden, die wiederum das Pflanzenwachstum fördern. Und so schafft man es einfach über diesen erweiterten Nährstoffkreislauf. Bei uns sind es eben diese Rohstoffe, die aus den Nebenflüssen der Lebensmittelproduktion kommen, die ein zweites Leben dadurch bekommen und wieder in den Boden zugeführt werden. Beim Bodenaktivator ist es so, dass er für gewöhnlich sehr wenige Nährstoffe enthält, weil einfach der Fokus aufs Bodenleben gelegt wird. Bei organischen Düngemitteln oder organisch-mineralischen Düngemitteln gilt das Ganze natürlich auch mit ein paar Abstrichen, und zwar in dem Sinne, dass einfach mehr Nährstoffe enthalten sind, die dann wesentlich stärker auf die Pflanzen einzahlen. So kann man das Ganze so ein bisschen voneinander differenzieren. Das Ganze ist bei uns natürlich immer und stets im Minigranformat, das heißt in diesem ganz feinen, staubfreien Granulat, sodass die Ausbringung einfach erleichtert wird. Die Verteilung ist leichter, da in jedem Körnchen jeder Nährstoff enthalten ist, alle Rohstoffe enthalten sind und man dadurch einfach durch die Verteilung überall das Gleiche hat und eben durch dieses feine Granulat wirklich auch an jeder Stelle im Boden Wurzeln, Organismen an die Nährstoffe und Rohstoffe rankommen. Wenn ihr mehr über das Bodenleben wissen möchtet, das auch sehr pH-abhängig ist und sehr feuchtigkeitsabhängig ist, dann schaut euch gerne einmal unser Bodenanalyse-Testset an. Damit könnt ihr den pH-Wert und den Nährstoffgehalt des Bodens messen und euren Boden wesentlich besser kennenlernen. Denn mit einem guten Boden fängt es an. Für weitere Infos, Artikel und nähere Informationen besucht uns gerne auf unserer Website, auf unserem Instagram-Kanal natürlich und auf YouTube. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin, macht's gut.